Hey Leute, Mario und willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Ich habe in den letzten Tagen sehr intensiv daran gesessen, eine Strategie für eine Schimpansen-Map zu schaffen, die fortgeschritten ist. Anfänger und Zwischenstufler haben wir ja schon alle Maps im Schimpansen-Modus geschafft und bei Fortgeschritten hatten wir schon ungefähr die Hälfte geschafft. Ich habe jetzt aber mal versucht, eine Strategie rauszufinden für die Map Halbinsel. Und ich habe da wirklich Stunden dran gesessen. Also wenn ich Stunden sage, dann heißt das wirklich Stunden. Ist ein bisschen frustrierend. Du versuchst halt eine Taktik rauszufinden für eine Map. Du sitzt da irgendwie abends nochmal 3 Stunden dran, nachdem du eh schon einen langen Tag hattest. Und dann musst du in den Kommentaren teilweise lesen, ja, Bardo, du gibst dir gar keine Mühe früher, keine Ahnung, Hello Neighbor gespielt hast, da hast du dir mehr Mühe gegeben. Und ich sitze dann halt irgendwie da komplett kaputt auf der Map Halbinsel um 1 Uhr nachts und versage in Runde 98. Denn Runde 98 ist eine richtig beschissene Runde für uns. Runde 63 war auch ganz lange eine beschissene Runde. Aber ich glaube, ich habe eine Strategie gefunden, die funktioniert und mit der wir das hinkriegen. Ich habe vorhin eine Strategie gefunden, mit der wir Runde 98 schaffen, mit der wir Runde 40 schaffen. Und das Interessante dabei, das ist eine Strategie, wo man Saouda benutzt. Also ist so gesehen die aktuellste Strategie, die man auf dieser Map machen kann. Und ich habe die auch nicht geklaut. Wie gesagt, ich habe mir die selbst ausgedacht, was immer so ein bisschen extra Reiz gibt. Ich weiß nicht, wie gut die nachmachbar ist. Aber ich glaube, Fähigkeiten-Einsatz ist da nicht so wichtig eigentlich. Wie ich an die Map hier rangegangen bin. Ich habe das erst anders versucht. Ich habe es erst mit den anderen Helden versucht. Und habe es versucht. Und es ging irgendwie nicht so richtig clean. So, da ging zwar ein paar Dinge, aber es ging nicht so richtig clean. So, Sniper müssen wir jetzt früh raushauen. So, den können wir schon mal auf stärksten stellen. Ne, den ersten soll es angreifen. Da. Okay. Jetzt auf stärksten. Und da habe ich gestruggelt. Dann dachte ich aber, ja, okay, kannst du mal das einfach mal mit Saouda versuchen? Warum nicht? Saouda nimmt so ein bisschen Stress aus Runde 6 weg, weil wenn es nur ein Weg ist, kriegt Saouda Runde 6 halt zu 100% hin. Dann dachte ich mir, ja okay, Saouda, let's go. Und es ging mit Saouda. Und dann habe ich ein bisschen weiter überlegt, weiter probiert. Und dann war irgendwann Runde 40 das Problem. Dann habe ich überlegt, okay, wie kannst du Runde 40 kaputt machen? Dann inzwischen habe ich dann eine Taktik gefunden. Ah, hallo, greif den ersten. Da habe ich eine Taktik gefunden für Runde 40, weil das Wichtige beim Schiff ist, da kann die Runde übrigens schon scheitern, wenn ich sie schlecht positioniert habe. Das Schiff ist extrem wichtig und das Schiff braucht einen Boost vom Alchemisten. Wenn das Schiff keinen Boost vom Alchemisten kriegt, dann scheitern wir in Runde 63. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und ja, das ist nicht so unwichtig. So, dann skillen wir jetzt oben nochmal auf Doppelschuss. Die Position hier ist halt ganz nice. Weil der kann nach rechts ein gutes Stück angreifen, der kann nach oben ein gutes Stück angreifen. Und ja, wir machen gleich links unten das Gras weg und machen dann da einen Alchemisten hin, der hoffentlich den boosten kann. Ich habe gerade einen Testlauf gehabt, der ging das und ich kann nur hoffen. Aber wie gesagt, ich bin sehr aufgeregt, euch die Taktik vorzustellen. Und falls ihr übrigens neue seid, bevor ich das ganz vergesse, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Wir machen mal ihn hier hin. Den skillen wir tatsächlich nach oben. Also der wird einer, der wird erstmal sich um die Tarmelons kümmern für uns, um das Kleinvieh so gesehen. Die wichtigste Einheit dieser Strategie, ich sag mal, es gibt zwei Einheiten, die sehr, sehr wichtig sind. Einmal, die Nagelfabrik tatsächlich. Wir werden eine Nagelfabrik raushauen und wir werden die oben auf Nagelminen skillen und die werden uns extrem oft retten. Wir werden ganz viele Momente haben, wo wir quasi kaputt gehen, dann haben wir hinten aber die Nagelminen, die uns einfach wirklich retten. Das ist nicht so verkehrt. Die zweite wichtige Einheit ist der Fürst der Finsternis. Das Problem mit Fürst der Finsternis ist, der Nekromant auf Stufe 4, der ist quasi sinnlos. Weil du willst den Fürst der Finsternis nicht hier unten haben oder da, du willst ihn hier oben haben. Wenn der aber hier steht, kann der links noch nicht angreifen. Auch nicht mit den Alchemisten, auch nicht mit dem Affendorf. Der muss auf Stufe 5 sein, damit er da angreifen kann. Und das bringt halt ein paar Probleme mit sich. Wir machen ihn mal ganz nah dran. Dann mal ein Stück weiter hinten. Wir machen den mal, ist dann ja sowieso ein bisschen egal, machen wir den mal hier hin. So. Dass quasi das hintere die Haare am Arm vom Affen berührt. So, das müsste jetzt klar gehen, ne? Ja, ich hoffe, das funktioniert. Machen wir das so. Okay, jetzt gehen wir hier einmal so. Okay, nach der nächsten Runde machen wir dann einmal Vollmantelgeschoss. Und ja, wie gesagt, die Taktik ist noch sehr hakelig. Ich habe noch nicht genug Zeit gehabt, um die wirklich halt reinzuprügeln in meinen Kopf, dass ich die 4-5 Mal nacheinander probiere. Aber ich muss auch dazu sagen, ich finde, das nimmt den Videos so ein bisschen Reiz, wenn der YouTuber schon zu viel Ahnung von der Taktik hat und einfach durchrennt. Ich finde, das hat auch einen gewissen Charme, wenn der YouTuber das halt selbst rausfindet und auch mal ein bisschen scheitert und so. Ich meine natürlich, ich will nicht scheitern. Ich würde es ganz gern jetzt im ersten Versuch hinkriegen, aber da gibt es halt keine Garantie.
Und ja, wenn ich das hinkriegen sollte, dass wir den Fürst der Finsternis raushauen und der dann hier steht, dann weiß ich, okay, wir sind safe bis Runde 98 ungefähr. Weil der ist wirklich richtig, richtig gut auf der Map. Der kann nämlich hier links richtig gut angreifen, hier rechts richtig gut angreifen. Die untoten Ballons spawnt der relativ weit hinten, was auch relativ nice ist. Fetzt ist da weg, der kann den Tarnballons killen. Ja, es gibt Möglichkeiten, es gibt Probleme und wir gucken einfach mal, wie gut das läuft. Ist aber, glaube ich, mit einer der schwersten Maps, wofür ich selbst eine Taktik rausgefunden habe. Was mich natürlich auf jeden Fall freut. Okay, wir skillen mal kurz hier einmal. Oder wir können sogar zweimal. Wir können sogar zweimal. Juckt mich nicht. So, wir machen da zweimal. Wir machen keinen Schwertsprung. Bitte. Runde 36 kann richtig, richtig eklig sein. Deswegen war der Sprung jetzt nicht verkehrt. Wir machen hier mal panzerbrechende Pfeile. Jetzt wollen wir, glaube ich, da oben skillen. Weil Runde 40, da habe ich noch nicht so richtig eine Strategie gefunden, wo ich sage, ey, ich kriege das damit zu 100% immer hin. Meine Strategie war immer, ihn da oben durchzuskillen. Das hat oft funktioniert tatsächlich. So. Skillen wir kurz einmal schon hier oben. Wir können auch schon mal Plutonium-Reaktor skillen. Wir machen das schon mal. Ich werde das sowieso skillen. Ich kann es jetzt nicht wegmachen. Der Trank wird niemals hitten. Dann machen wir es so. Und hoffen, dass es passt. So. Springen wir mal an. Ah, okay. Haben wir? Haben wir nicht? Okay, ich hasse es. So, und wenn der gleich kaputt geht, skillen wir dann da gleich nochmal. So. Ja, okay. Ja, Runde 40 ist halt einfach ein Krampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ihn wahrscheinlich ein bisschen zu weit oben positioniert. Wenn er ein bisschen weiter unten wäre, dann wäre das natürlich nochmal ein bisschen effektiver gewesen. Ja, passiert. Passiert. Aber es ging ja klar, Runde 40 haben wir überlebt. So, er kriegt auch den Trank ab. Perfekt, jetzt machen wir mal hier das einmal, zweimal, dass die mehr Schaden machen. Er mehr Schaden macht, machen wir Hotshot. Passt. Super. Gut, check nochmal kurz, ob ich auch hier unten den... Ja, könnte ich. Weil am Ende müssen wir auch einen Mörser raushauen. Und der muss da links unten stehen. Und wenn ich jetzt einen Alchemisten katastrophal positioniert hätte, dann wäre das nicht gegangen. Geht aber. Jetzt machen wir da oben die Skillung. Die machen wir jetzt zum Flugzeugträger. Und dann hauen wir schon mal oben, wenn ich mich nicht vertue, hauen wir da schon mal die Nagelfabrik hin. Gerade in Runde 63 übrigens. Generell die Nagelfabrik mit der oberen Skillung ist einfach so gut. So unfassbar gut, klar. Die Minen, die bleiben halt nicht lange liegen, so die sind weg nach einer Runde. Aber dafür machen die halt so guten Schaden und sind so wichtig. Die haben mir wirklich gerade extrem oft den Lauf gerettet. Und die werden uns hier jetzt bestimmt auch nochmal retten. Wir skillen mal hier. Flugzeugträger, Dankeschön. Vielleicht ein bisschen spät? Keine Ahnung. Wir leben noch. Und jetzt die Frage, wie hatte ich das geskillt? Ich hatte, glaube ich, schneller werfen geskillt. Ja. Schneller werfen macht Sinn. Schneller werfen macht halt Sinn, weil links unten kommt ja gleich noch eine Einheit hin, also gleich in 40 Runden. Und da muss er ja theoretisch 3 Einheiten auf einmal buffen und dann macht das schon Sinn, das so zu machen. Ja, okay. Jetzt haben wir hier hinten die Nagelminen. Die werden gleich Runde 63 komplett zerstören, das wird richtig, richtig gut. Wie gesagt, die Runde 63 habe ich ultra viel gehangen. Das werden wir jetzt aber sehr, sehr entspannt hinkriegen. Die erste Welle machen wir mit der Fähigkeit kaputt. Die zweite springen wir ein bisschen noch rein und machen damit die Minen kaputt. Und die dritte Welle machen wir dann ganz normal, klassisch kaputt. So, Runde 63. Welle Nummer 1. Da dashen wir durch. So. Ist natürlich auch nochmal leichter, weil die ja haben natürlich auch jetzt mit den Alchemisten einen Boost und sind ein bisschen stärker. So, guckt doch da. Nagelminen oben. Fetzt das ganz easy weg. Da liegen noch einfach ganz viele. Das sind die Ananas, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Es ist einfach viel, viel entspannter, das so zu machen. Da habe ich nicht mal Angst. Ich weiß, dass ich die Runde hinkriege. Ah, das ist einfach richtig, richtig gut. Okay, das ist halt super unheimlich, wenn die Ballons so weit kommen. Aber ich, wie gesagt, ich vertraue den Nagelminen. Ich hoffe, die retten mich noch ein paar Mal. 14.000 im Preis-Leistungs-Verhältnis. So unfassbar groß. Ohne Witz, was die da alles stoppen. Insane. So, jetzt rutschen wir einmal durch. Schwung. So, wir warten aber auf die Welle. 100 fehlt noch. Okay, knapp. Nicht mehr viel. Fürst der Finsternis. Und seht ihr jetzt die Reichweite? Okay, das passt mit der Reichweite. Das passt sogar sehr gut. Wenn er gleich einen Alchemistenboost hat, kann er sogar hier unten den Weg gut angreifen. Und der hat halt so gesehen auf dieser Map das, was einer globalen Reichweite am nächsten kommt. Okay, das funktioniert. Sehr, sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt hier noch den Alchemisten. Ich hatte den, glaube ich, hier oben positioniert. Weil ich will, dass der ja mehr den Fürst der Finsternis boostet. Und wenn der hier steht, ist der näher am Fürsten als am anderen. Und dann boostet der
häufiger den Fürsten als den Sniper. Deswegen steht er da. Weil Alchemisten boosten das am häufigsten, wo sie am nächsten zu stehen. Gut, das ist in diesem Fall das Affendorf, aber das ist ja einfach nur Deko. Weil da bin ich mir unsicher. Wir machen es aber... Wir machen Mitte. Runde 85 könnte es sacken. Zwei Zoms. Kommt noch an, wann der erste kaputt geht. Jetzt, okay. Nee, es geht klar. Der erste Zom ist sehr früh down gegangen. Der zweite müsste jetzt auch down gehen. Yep. Im Grunde, sobald was als Moab ankommt bei Sauda, weiß ich, wir können das aufräumen. Sobald da was als Moab ankommt, weiß ich, Sauda kann den Moab killen und da hinten die Nagelfabrik kann das Kleinvieh killen. Wenn aber mal was Größeres hinten ankommt, dann ist ein bisschen Panik angesagt. Nur ein bisschen, aber ist ein bisschen Panik angesagt. Die Runde jetzt zum Beispiel kommt, glaube ich, alles relativ weit. Habe ich zumindest als Panik abgespeichert. Ja, ist schon klar. Das ist schon richtig gut klar. Trägerflaggschiff. Boom. Sehr, sehr gut. Jetzt macht er natürlich nochmal extra Schaden. Und alle wasserbasierten Affen machen auch extra Schaden. Das heißt, er macht mehr Schaden. Werden wir nicht durchskillen, aber er macht mehr Schaden. Er da oben macht auch mehr Schaden. Und ja, jetzt sparen wir auf den Mörser. Wenn ich mich nicht vertue. Den hauen wir noch nicht raus. Den hauen wir erst raus, wenn der schon auf Stufe 4 geskillt werden kann. Weil ansonsten nimmt der ja einfach nur einen Trank weg. Macht aber selbst halt kaum Schaden. Das kann nach hinten losgehen. Habe ich den schon geskillt oben? Ne, habe ich noch nicht. Dann machen wir hier einmal zweimal, dass er mehr Schaden macht. Und ja, wir sparen jetzt ein bisschen. Es funktioniert aber erstmal. Und wir sind noch im Rennen. Sauda levelt hier auch gefühlt irgendwie schneller als sonst. Level 16 ist sie schon. Okay. Wir bauen jetzt den Mörser raus. So, ich kann Panzerung wegnehmen. Generell nicht der Schwächste, ehrlich gesagt. Machen wir so. Wichtig für Runde 98. Okay. Was ich dann noch draußen hatte, ist der Ninja gewesen. Aber ich glaube, es macht auch Sinn, ihn zu skillen. Das machen wir jetzt zuerst. Oder hatte ich das andersrum gemacht? Ich weiß nicht mehr, wie ich das hatte. Ich glaube, ich hatte erst den Ninja und habe dann während der Runde den Sniper verbessert. Ich glaube, oh Gott. Ich weiß ein bisschen weit. Moment. Uno momento. Geht noch zu Moabs, bitte. Okay. Kann es nach hinten losgehen? Ich mache erstmal den hier. So. Ich mache erst Blutsabotage und dann verbessere ich während der Runde den Scharfschützen. Ich glaube, das ist the way. Ja, die Runde jetzt, da müssen wir nichts machen. Die Runde ist komplett ein Selbstläufer. Weil ich mache das jetzt so rum, wenn ich Blumensabotage erst in Runde 98 für Runde 98 skille, haben wir das Problem, dass Blumensabotage eine Zeit braucht, bis es sich auflädt. Es ist halt noch nicht aufgeladen direkt. Und wenn ich das jetzt halt früh skille, weiß ich, das ist in Runde 98 safe aufgeladen. Das ist so ein bisschen meine Strategie. Aber vom Geld her, wir kommen doch noch locker, ja. Wir kommen doch locker hier hin, um den auch noch zu skillen. Boom. Verstümmelmoab. Ja, locker hat es gereicht. Okay, was kann uns aufhalten für Runde 98? Ich wüsste nicht. Was? Nichts? Ich glaube, ich habe alles rausgenommen, was ich rausnehmen muss. Jetzt kommt noch eine einzige Einheit und zum Ende haue ich, glaube ich, noch einen Alchemisten raus. Habe ich einen Alchemisten? Das Problem ist, ich weiß, welche Einheit ich raushauen muss, weil ich einen Screenshot davon gemacht habe. Ich weiß immer nicht, in welcher Reihenfolge. Ich habe noch einen Alchemisten rausgehauen und habe damit die Nagelfabrik geboostet. Ich habe aber auch noch ein U-Boot rausgehauen und habe das zur Erststarkfähigkeit geskillt. Erststarkfähigkeit wichtig, um Runde 100 kaputt zu machen. Ich weiß aber nicht, in welcher Reihenfolge ich das gemacht habe. Ich glaube, ich hatte Erststarkfähigkeit und habe dann anhand der Erststark... Wir machen das so. Fähigkeiten, glaube ich, immer früh skillen, damit die aufgeladen sind. Ist, glaube ich, the way. So, zwei gepanzerte Zombs. Leben die recht lange? Es geht. Ist auf jeden Fall einigermaßen stabil, wie es gelaufen ist. Kommen wir echt noch auf 15.000 bis Runde 100? Ich komme mir vor, als ob ich irgendwas vergessen hätte. Das wirkt nicht richtig. Okay, jetzt die Runde, wo wir wahrscheinlich ein paar Mal raustappen werden. Runde 98. Ich weiß nicht genau, wann ich die Slow Motion aktivieren muss. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht mit den Timings aus. Ich weiß nur, dass wir hier manuell zielen müssen. Dass wir die Panzerung wegnehmen muss. Und wir machen das auch mal auf Slow. Und wir geben unser Bestes. Sprung machen wir, sobald es geht. Jetzt. Ich mache Slow Motion, glaube ich, sobald der zweite Zom auf dem Bildschirm ist. Oder jetzt. Jetzt machen wir Slow Motion. So. Sieht erstmal in Ordnung aus. Wir haben schon das meiste gekillt. Da sind zwar ein paar Moabs, die weiterkommen. Wir rutschen da mal durch. Okay, jetzt ist Panik angesagt. Panik. Erststarkfähigkeit.
Ja, die Einheit hier hat uns so hart gerettet. Insane. Okay, jetzt die Runde. Ich habe keine Fähigkeit am Start. Ich habe alle rausgehauen. Die haben alle einen Cooldown. Ich kann im Grunde nur hoffen, dass das reicht, um die gepanzerten DDTs zu killen. Weil die Panzerung können wir... Moment, stopp. Jetzt habe ich den Alchemisten rausgehauen. Ist relativ safe habe ich das mit der Runde gemacht. Okay. So. Ja, ist mir klar, ist mir klar, ist mir klar. Jetzt sind wir in Runde 100. Und so wie es aussieht, schaffen wir es wohl. So wie es aussieht, habe ich wohl fast alles richtig gemacht und wir kriegen das hin. Ja, jetzt geht es nur noch darum, zu zerstören. Wenn man die Erdstark-Fähigkeit richtig einsetzt, kann man damit ein Bett, also ein Level 100 Ballon, one-shotten. Das Timing verhaue ich nur jedes Mal. Das Gute ist aber, ich habe ja noch die Slow Motion, das heißt, ich habe Zeit und wir werden es wahrscheinlich jetzt hinkriegen. Oh, ist das gut. Es gibt nichts Befriedigenderes, als selbst eine Taktik für eine schwere Map rauszufinden. Ich weiß, manche von euch sind Experten, die sagen, boah, ich habe das im ersten Versuch geschafft, kein Problem. Krass, wenn ihr so gut seid in diesem Spiel. Ich bin's nicht. Für mich ist das hier wirklich eine Herausforderung, sowas gut hinzukriegen. Und ja, Slow Motion wollte ich nicht gegen den Bett aktivieren, weil der ist immun dagegen. Glaube ich zumindest. Ich bin da relativ sicher, dass er immun ist dagegen. Wir machen mal hier so. Ich weiß nicht, was ich den Schuss raushaue. Ich weiß, dass der Bett ungefähr kaputt geht, wenn der so auf Saouda-Höhe ist. Leicht oberhalb von Saouda. Wahrscheinlich will ich das dann raushauen. Ich will es aber auch nicht zu spät einsetzen. Aber auch nicht zu früh. Ich mach's mal. Jetzt. Zu früh. Zu früh. Okay, Slow Motion. Okay. Eventuell habe ich es verhauen. Eventuell müssen wir gleich nochmal raus und nochmal rein. Aber vielleicht passt es auch. So. Es hat gepasst. Let's go. Okay. Und so kann man die Map Halbinsel schaffen. Im Schimpansenmodus. Die Taktik. Ich meine, ich habe jetzt hier gezittert, aber nur weil ich unsicher bin, ob das klappt. Im Grunde hatten wir ja null Probleme. Und ja, dadurch haben wir jetzt noch eine fortgeschrittene Map im Schimpansenmodus geschafft. Dadurch haben wir jetzt X-Faktor, Mesa 2. Mesa ist auch richtig, richtig schwer gewesen. Uns wird noch vorbereitet, Pets Teich, Hochfinanz und Unterirdisch. Vier Maps. Und dann sind wir auch mit fortgeschritten durch. Ja, und dann kommt Experte, aber Experte ist halt einfach Kacke. Kurz mal übrigens, was sehr, sehr Lustiges. Und zwar, um hier die Map zu schaffen, da war vorher Runde 7 nicht möglich, es ging nicht. Es gibt aber jetzt eine Methode, mit der du das hinkriegst und dafür musst du in Runde 7 auf dieses Schwert hier klicken ganz oft. Denn wenn du das Schwert rausziehst und oft klickst, ich hab's nicht mehr hingekriegt vom Timing, dann macht das Schaden. Und macht Schaden gegen einen einzelnen Ballon. In Runde 7 musst du das Schwert im richtigen Timing rausholen. Ansonsten kannst du Runde 7 im Schimpansenmodus nicht schaffen. Also das wird richtig, richtig Horror. Aber ja, die Horror-Maps kommen noch. Falls euch das Video gefallen hat, falls euch die Strategie gefallen hat, lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr die selbst probiert habt und es damit geschafft habt. Und ansonsten sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben wäre cool. Bis dahin und ciao.